Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier lernst du, wie man eine Angabe von Sekunden in Minuten umrechnet. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. So, hier schon mal eine Übersicht, wie man die verschiedenen Zeiteinheiten umrechnet. Für Sekunde in Minute ist nur der linke Teil hier interessant. Und anhand des Pfeils sieht man schon, was man machen muss. Also wenn wir eine Angabe in Sekunden haben, dann müssen wir diese Zahl, die da steht, durch 60 teilen und erhalten dann die Minuten. Also nehmen wir als allererstes Beispiel mal 120 Sekunden. Was ist das in Minuten? Also 120 S. S ist die Abkürzung für Sekunde. So, das Ganze jetzt auf Minuten umrechnet bedeutet durch 60 teilen. Also wir nehmen die 120 und teilen sie durch 60. Das funktioniert hier noch relativ einfach. Das Doppelte von 60 ist 120, also kommt hier einfach 2 dabei heraus. Das Ganze sind also 2 Minuten. Machen wir ein etwas schwierigeres Beispiel. Sagen wir 1328 Sekunden. Das soll in Minuten umgerechnet werden. Also 1328 Sekunden, S abgekürzt, soll auf Minuten umgerechnet werden. Auch hier teilen wir das Ganze durch 60, um dann die Minuten zu haben. So, den Bruch müssen wir ausrechnen. Gibt zwei Möglichkeiten, entweder die schriftliche Division oder der Taschenrechner. Ich mache jetzt dieses Beispiel mal mit schriftlicher Division. Und zwar hier drüben mal 1328 durch 60. So, wir haben hier 60, das ist, also hier vorne die erste Zahl, das ist der Dividend und die zweite Zahl ist der Divisor. Also das durch das. So, der Divisor ist 60 und jetzt müssen wir mal gucken, die Zahl hier vorne ist größer als 60, also müssen wir jetzt so viele Stellen von vorne her nehmen, bis es größer wird als 60. Die 1 ist kleiner als die 60, schlecht. Zweite Stelle dazu, 13 ist auch kleiner als die 60, auch schlecht. So, drei Stellen, 132, okay, das ist jetzt größer als 60. Die 60 geht in die 132 zweimal rein. 2. So, also 60 plus 60 ist 120, plus 60 ist 180. Also zweimal geht rein, dreimal nicht. Also 2 ins Ergebnis. Zurückmultiplizieren, 2 mal 60 ist 120. So, das subtrahieren wir. 132 minus 120, das sind 12. Also 132 minus 120 ist 12. Dann ziehen wir die nächste Stelle runter, das ist eine 8. Also 128. Wie oft geht die 60 in die 128? Nun, das geht zweimal. Also haben wir hinten jetzt schon 22. Dann 2 mal 60 sind 120. Ziehen wir ab. Bleiben 8 übrig. So, jetzt haben wir hier keine weitere Stelle mehr. Das heißt, wir setzen das Komma im Ergebnis und holen uns trotzdem noch eine 0 dazu. 80 durch 60. Wie oft geht die 60 in die 80? Nun, das geht einmal. 1 mal 60 ist 60. Ziehen wir ab. 80 minus 60 ist 20 und eine weitere 0 runterziehen. 200 durch 60. Wie oft geht die 60 in die 200? Das geht dreimal. So, 3 mal 60 ist dann 180, also im Prinzip kann man die Rechnung jetzt weiter fortsetzen. Wir kommen jetzt
auf 22,13 soweit. Das soll mal genau genug sein. Das heißt, aus dem Ist-Gleich machen wir ein Ungefähr. Und zwar sind es ungefähr 22,13 Minuten. Alternative, wie gesagt, ihr könnt 1328 durch 60 in den Taschenrechner eingeben, dann bekommt ihr das hier noch genauer. Du möchtest das Umrechnen von Zeiteinheiten noch ein bisschen üben oder brauchst noch weitere Erklärungen, dann schau mal unter dieses Video, dort packe ich dir einmal diese Erklärungen noch hin und auch noch Übungsaufgaben mit Lösungen, damit du selbst üben kannst. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.